jetzt sind es 2022 und tatsächlich haben wir nach der letzten, glaube ich, gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das ist jetzt eine Weile her. Ich glaube, die letzte Bits & Pretzels war 2019, vor der Pandemie. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir fliegen extra runter, denn wir sollen heute Mittag das Future Work Panel moderieren. Also ich soll moderieren und habe drei sehr spannende Gäste. Katrin Ansehen von Airbnb, Roman Gerhard von Vitra und Hanno Renner von Personio. Das wird ganz lustig. Und ich habe extra die Lederhose gebügelt. Das erste Mal seit gefühlt einer Ewigkeit geschäftlich, nicht privat. Privat war ich ein paar Mal hier. Bits & Pretzels. Ich bin ein bisschen aufgeregt, bin ein bisschen müde. Aber hab dann im Flieger gerade nochmal die Notizen durchgeschaut und gedacht, das wird richtig, richtig, richtig geil. Und jetzt sollen wir mal unser Transfer erwischen, weil wir sind eine halbe Stunde zu spät. Den nehmen wir. Wunderbar. Servus. Servus, Christoph. Oliver. Grüß dich. Ja, sehr gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Hi. Hi. Christoph Magnussen, ich soll moderieren. Ja. Darf moderieren. Perfekt. Guck mal, jetzt wollte ich eigentlich unsere Klamotten endlich haben. Haben wir immer noch nicht. Hey, na, da bist du. Hi. Ja, schön. Ich zieh ihn um. Gerade angekommen. Genau, ich wollte mal einmal schnell hier die Augenringe wegschieben, ja, cool, lassen und dann sehen wir uns später. Ich freue mich. Ja, freu mich. Ich brauche einen Kaffee erstmal. Freue mich drauf. Wird gut. Oh, hab richtig Bock. Bis später. Grüß dich, hi. Schön, dich zu sehen. Hi, grüß dich. Kennst du Fabio? Noch nicht? Hi, Fabio. Hi, Fabio. MP, mein Schatten. Hi. Du kennst ihn noch, ja? Hallo, ich kenne ihn noch. Bist du denn? Ja, gut. Bist du on stage auch? Ja. Ja. Wann? Das 14 Uhr irgendwas, das Future of Work Panel. Heute? Ja, Main Stage. Ja. Okay, ach super, komm mal, oder? Ja. Ich schau dir bis später, ab, ich freue mich. Ciao, bis später, Fabio. Ciao. Matthias himself, Schranner, unser liebster Negotiation-Papst, der Mann, mit dem wir schon diverse Videos gemacht haben, für die ganz harten Verhandlungen. Und der Mann, nachdem ich nie auf der Bühne stehen wollte und dann irgendwann stand ich mal nach ihm auf der Bühne, weil er so einen geilen Vortrag hält. Hi. 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 Perfekt. Mittlerweile muss ich echt sagen, also ich bin ja bekannt dafür, mich wenig vorzubereiten. Oder das sagen Leute häufig, das stimmt aber nicht so ganz, weil ich greife natürlich auf viele Erfahrungsbausteine zurück. Und mich interessiert eigentlich meistens so die Story hinter der Story. Das heißt, für mich ist das Wichtigste, in so einem Panel oder in so einem Gespräch wirklich genau hinzuhören, diesen neugierigen Blick zu behalten. Also so dieses, nicht Beginners Mind, weil ich habe ja auch was im Kopf, aber so ein Stück weit immer mit einer gewissen Neugier zu schauen und zu fragen, wie könnte man das lösen. So, und da gebe ich natürlich immer auch einen eigenen Blick mit rein. Und ich habe, klar, jetzt echt wenig Zeit die Woche gehabt, aber ich hatte ein Vorgespräch mit Katrin und Roman auf jeden Fall. Hanno war nicht da, aber den habe ich in WhatsApp geschrieben. Habe dann nochmal ein bisschen quer recherchiert zu den jeweiligen Personen auf dem Panel. Aber mich interessieren vor allem die Verbindungspunkte. Das heißt, zu dem Gesamtthema Future of Work ein paar Fragen mit aufgenommen. Na Mann, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Danke für die Einladung. Hey, na? Danke für die Einladung. Moin. Hi. Hi, schön dich zu sehen. Ich würde sagen, ready, hä? So, dann könnte ich jetzt ein Bier nehmen vorne. Ne? Das ist für uns erlaubt. Passt, 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 Nevic. Love it. Hi.
ein bisschen vorbereiten. Hey, na? Bist du gleich dran? Ja, ja. So, ich schon. Hey. Natürlich an. Bis auch. Moin, Hans. Jan. Grüß dich. Das ist auch moin. Der ewig nicht gesehen, Mann. New Work, ne? Jetzt, ja, ja, die ist kenne ich jetzt gleich, ja, genau. Okay. Ewig nicht gesehen, ja, nicht, ne? Geil. Ja, oh, schön. Sieht gut aus, sieht doch genauso. Du, danke. Ich habe mich da gerade reingeschält. Aber die haben gesagt, die muss so eng sein am Anfang. Da hab ich gesagt, boah, ey. Gefühlt würde ich sagen, kommst du aus München, oder? Nee, nee. Ja, ganz woanders her, ja. Aus Kiel. Ja, geil. Ja, nach dem Ding dann aber auf ein Bier. Machen wir. Ja, nice. Viel Erfolg. Sehr ja, schön. Unbedingt. Bis dann. Ciao. Später. Ciao. Das ist die Mainstage. Die hat das Potenzial, sehr viele Leute. Keine Ahnung, wie voll es wird. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, dann geht's los. Könnte ganz nice werden. Du übernimmst dann danach die nächste Runde und moderierst das nächste an? Ja, ich moderiere jetzt an, was nächste richtig. Das ist ja. Nice to meet you, ne? Du hast schon vorhin so geil moderiert, ne? Tun und machen, was wir können. Nee, richtig gut, richtig gut. Ladies and gentlemen, the keynote speaker, YouTuber, podcaster and author, Christoph Magnussen. Wow. You like? A lot. Yeah? Thank you so much. Wenn du das magst, dann sind wir ja alle schon zufrieden, ne? Geil. So, und dann... Und dann legt's hier los. Legen wir los. Ja, schön zu sehen. Safe. Cool. Ja, geil. Ja, gut. Nochmal. Gut zu sehen. Ich wollte eben nicht schön stand am Stand. Vorbeigelaufen sind. Ja, genau. Geil, ey. Ach, das ist so schön. And this discussion is moderated by the New Work Guy. He's been an entrepreneur since high school, so that's quite a while. And he's a creator at heart and the Black Boat CEO by choice, where he with his team helps to free companies from their 1990 old school habits and take them really into the 21st century. Ladies and gentlemen, the keynote speaker, YouTuber, podcaster, and author, Christoph Magnussen, and the panel. Let's give them a round of applause. Many people know that the European Court of Justice recently made a law that people have to clock in and out their hours again. Many in the audience work much more in a trust-based environment where you want people to work towards output rather than hours worked and time spent. We definitely believe that this will not go away. The kind of remote work will stay, and it's part of our culture as well. But I think we need to have that place which creates that kind of identity where you have people coming together, and it's much nicer to celebrate in the office than to do it on Zoom. Bringing back people back to the office is not an easy feat. We now decided to pay for parents traveling, either you know the dads or the mums, no matter where they are. We want them to show up at the company events because we are much more going into with purpose into the office. But the friction is the caregiving, and we're going to pay for it. Okay, interesting, I like that. And I have to say thank you very much, because for me this was a fantastic work day. I got up in the morning and found a note on my desk because my daughter used the moderation cards for painting, and so I have a reminder here why I'm doing this. So thank you guys for listening. I hope you have the next billion-dollar ideas and good stuff. Thank you.
Danke dir. Geil. Bock gemacht. Müssen wir wieder quatschen. Komm mal wieder vorbei. Wir machen mal eine Runde 2. Ich fand's auch. Hat Bock gemacht. Vielen Dank. Ist gar nicht leicht. 3 links, rechts. Immer gucken. Ich hoffe, ihr habt euch alle wohlgefühlt. Sehr gut. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe 1 Million mehr Fragen an euch. Müssen wir einen Podcast aufnehmen. Same. Also, euch noch viel, viel Spaß. Boah, schon fix und fertig. Richtig gut, es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich habe richtig gemerkt, wie, hatte ich ja schon bei den anderen Vorträgen auch gesagt, wie sehr mir die Bühne fehlt, also einfach mit Leuten. Nur das war jetzt echt ein großer Raum, viele Leute. Und ich fand das Thema, habe ich richtig gemerkt, richtig gut. Ich wäre gerne viel mehr in die Tiefe gegangen. So eine halbe Stunde über Ratzfatz rum. Ist einfach mit 3 Leuten auch dann anspruchsvoll. Aber ein paar spannende Gedanken dabei. Also bei Katrin, also bei Airbnb, merkte man halt richtig, wie die ihre Plattform nutzen, um Gutes zu machen. Da hatte sie noch ein Beispiel genannt. Roman kam mit echt coolen Ideen, was das Büro betrifft. Und Hanno, der hat halt mit seiner Firma, die haben so viel Wachstum durchgemacht in den letzten Jahren, er hat schon so viele Sachen erlebt. Und ich habe mit allen 3 ausgemacht, wir machen nochmal einen Podcast, denn ich habe ein paar Fragen, die sich da anschließen. Und die hatte ich heute Morgen ja auch eingangs gesagt, nämlich das Thema beispielsweise Flexibilität, was ein großer Treiber ist für viele Menschen. Wie kann man das wirklich auch konkret umsetzen? Da geht es nämlich nicht nur um den Arbeitsort, sondern auch die ganze Organisation. Und das ist nicht so trivial. Und dazu kommt, dass Menschen, nur weil sie die Auswahl haben für alles, das noch lange nicht einfach nur gut finden. Also man weiß eben auch, dass Grenzen setzen total wichtig ist, um Zufriedenheit zu erleben. Aber das führt jetzt soweit. Ich habe heute gesagt, das Motto ist Don't get carried away. Insofern, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir machen da ein Anschlussvideo zu, ein Anschlusspodcast. Subscribed, schaut ein anderes Video. Vielleicht auch eins von den älteren Bits and Pretzels Videos. Da sind einige dabei und die sind sehr lustig. Jetzt fliegen wir zurück.